Willkommen zu meinem letzten Disney Haul 2022. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Disney Haul und dem letzten Disney Haul im Jahr 2022 und zwar dem Dezember Haul. Ja, ich habe in meinem letzten Haul gesagt, dass ich wahrscheinlich kein Haul machen werde und vor allem wahrscheinlich das letzte Mal aus dieser Wohnung, aber nein, es kommt mal wieder anders. Ja, ich bin wieder hier und zwar über Weihnachten. Und mich haben einige Pakete erreicht, während ich in der Schweiz war. Meine Mama wollte schon eine Garage anmieten, weil, ja, ich muss es ja irgendwo hinschicken, ne? Wenn ich hier nicht zu Hause bin. Dann müssen halt meine Freundin und meine Mama so ein bisschen Pakete sammeln. Aber ich habe jetzt auch schon eine deutsche Postpaketadresse, direkt hinter der Grenze. Da kostet es halt immer so ein bisschen, das Paket dorthin hinzuschicken, je nach Größe bis zu 5 Euro pro Paket. Deswegen, also so größere Pakete kann man da schon hinschicken lassen, aber so einzelne Sachen macht es dann wieder ein bisschen weniger Sinn. Aber egal, so, da wollte ich gar nicht so viel drauf eingehen. Auf jeden Fall haben mich dann schon ein paar Sachen erreicht und zwar ein paar mehr Sachen von der Disney 100 Kollektion. Ich wusste nicht, dass die jetzt schon so früh rauskommen im Dezember. Wir haben ja schon einiges auf der D23 gesehen. Und ja, dann kam sie online im Dezember und was soll ich sagen? Ich bin dem ein bisschen verfallen. So ganz dezent eskaliert mal wieder. Also seit langem mal wieder bei Shop Disney. Ja, und die Sachen zeige ich euch natürlich jetzt in diesem Haul. Und es sind drei Sachen von einem anderen Shop da. Also es wird nicht ein allzu langer Haul, aber dennoch wollte ich euch die Sache natürlich nicht vorenthalten. Und die zeige ich jetzt und das ist, ja, den habe ich beim letzten Haul, glaube ich, gezeigt. Den Jersey werde ich jetzt auch dann im Januar im Disneyland Paris anziehen, wenn ich jetzt fahre. Und ach so, übrigens habe ich ganz vergessen am Anfang. Ich wünsche euch natürlich erstmal frohes neues Jahr. Ja, sagst du direkt am Anfang, jetzt habe ich es vergessen. Natürlich wünsche ich euch frohes neues Jahr im Jahr 2023. Und ja, wenn ihr Vorsätze habt, hoffe ich, dass ihr euch, dass ihr die umsetzen könnt. Ich kann nichts mit Vorsätzen anfangen. Ich finde, wenn man sich was vorsetzt, kann man das auch mitten im Jahr machen. Und man braucht jetzt nicht den 1. Januar dafür. Aber das ist meine Meinung. Wenn ihr Vorsätze habt, wünsche ich euch natürlich Glück, dass ihr die auch alle umsetzen könnt. Ja, ich würde sagen, dann starten wir mal. Bevor wir zu den tollen Sachen kommen, zeige ich euch erstmal die ganzen anderen Sachen. Und zwar einmal ist, die habe ich euch gar nicht, die letzten Version auch gar nicht im Haul gezeigt. Weiß auch gar nicht warum. Aber eine weitere Zeitung meiner D23-Membership ist angekommen. Falls ihr nicht wisst, was das genau ist und was das damit dieser Zeitung auf sich hat, ich verlinke euch gerne mal das D23-Video, was ich gemacht habe, wo ich mich angemeldet habe und dann das erste Paket ankam. Ja, die vierte Zeitung ist es, glaube ich, mittlerweile, also die letzte von meinem Abo, ist angekommen und ich werde das Abo auf jeden Fall auch nächstes Jahr verlängern. Und ich freue mich tatsächlich schon auf nächstes Jahr, weil da ist ja die Disney 100 und dann wird sich die D23 bestimmt wieder ein ganz, ganz tolles Jahrespaket ausdenken. Letztes Jahr gab es ja diese Pins, die gibt es auch immer noch, glaube ich, wenn man jetzt bestellt, aber ich bin mir nicht sicher, guck da gerne mal vorbei. Also diese Park-Pins gab es da ja und so einen Schlüsselanhänger. Und wie gesagt, viermal bekommt ihr diese Zeitung, diesmal ist es im Avatar-Thema, The Way of Water. Ich gucke den Film nicht, weil ich habe mit dem ersten Teil auch nichts anfangen können und der zweite interessiert mich halt einfach null. Klar, die Attraktion in Animal Kingdom ist super, aber den Film muss ich mir jetzt nicht angucken. Vielleicht irgendwann mal, wenn man auf irgendeinem Streaming-Dienst ist. Ach ja, da steht's, da ist es noch, ne? Da ist aktuell noch das, was ich in dem Unboxing gezeigt habe. Das bekommt ihr aktuell. Aber ich habe auch schon eine Nachricht bekommen von der D23, dass ich mir eine neue Karte aussuchen kann, Membership-Karte. Im Disney 100 Look. Also die ist dann silber. Richtig schön und gibt vier verschiedene Varianten. Wie gesagt, schaut da gerne mal vorbei. Ich gucke mal, ob es jetzt irgendwas Spezielles noch gibt. Interview mit Tim Allen. Ja, Moon Girl Rises. Sagt mir jetzt nichts. Bestimmt was zu Avatar. Hier haben wir More Than a Story bei Bruce C. Steele. Bestimmt, ja, eins von der Imagineering Story von dem Buch, was ich auch letztes Mal im Haul gezeigt habe. Die Muppets sehe ich hier, Christmas Carol.
Ja, 25 Years of It's a Small World Holiday. Ist auch cool. Ja. Ja, ich lese mir gerne mal diese Zeitungen durch und finde die halt auch cool, wenn man die einfach, also ich sammle die auch gerne. Meine ist jetzt hat ein bisschen gelitten, weil mir ist gestern ein Glühwein umgekippt und nicht komplett darüber, aber die lag halt auf dem Boden für die Hall-Vorbereitung und ja, ein bisschen Glühwein dran gekommen. Naja, ist jetzt aber nicht die liebste Ausgabe, weil das ist vorne Avatar. Da hatte ich schon bessere Ausgaben oder schönere Ausgaben, egal. Ja, dann noch zwei Stirnbänder, die ich mir gekauft habe. Und zwar, jetzt habe ich irgendwie noch diese Bappfinger von Glühwein. Von Six sind die. Habe ich mir bei, ich glaube, es ist von Six. Ja, habe ich mir bei Zalando bestellt. Verlinke ich euch natürlich unten wieder in der Infobox. Einmal dieses Pinke. Und zwar ist es relativ dezent gehalten, weil da ist nur diese kleine Mickey. Und warum Pink? Ja, mein neuer Arbeitgeber hat das Motto, ja, do it live, aber auch die Farbe Pink ist bei denen, oder bei uns dann jetzt, muss ich ja sagen, ist bei uns gang und gäbe, alles ist pink. Und deswegen, wenn wir jetzt irgendwo hinfahren oder irgendwo einen Ausflug machen oder ich zur Arbeit fahre oder so, habe ich dann, ich habe auch eine pinke Mütze schon von Six und jetzt ein pinkes Stirnband, dann bin ich auch in den Company-Farben ein bisschen was anhabe und es ist halt nur ein Disney. Bisschen, natürlich gesagt, klein, super dezent, aber bei mir musste immer was mit Disney sein. Deswegen das Stirnband, was es gekostet hat, jetzt muss ich wieder gucken. Also die Zeitung war ja im Abo inklusive, was ich das im Jahr halt bezahlt habe. Wie gesagt, schaut euch sonst gerne mal das Video an und ich gucke jetzt mal, was die Stirnbänder gekostet haben. Genau, die haben jeweils 10 Euro gekostet. Also ich zeige euch jetzt mal ein anderes. Also einmal das hier. Und das andere, das muss ich auch noch auspacken. Ich habe die noch in die Folie gelassen. Ja, Genau, das zweite ist das hier, was ich mir bestellt habe. Auch von Disney mit der kleinen Mickey hier unten in diesem Beige-Look. Finde ich super. Ich trage halt gerne Stirnbänder, wenn ich die Haare geschlossen habe, aber trotzdem kalte Ohren habe. Dann habe ich immer gerne Stirnbänder an. Und deswegen ist es das auch noch geworden. Gibt es, wie gesagt, bei Zalando. Ich weiß nicht, ob es im Six-Shop auch welche gibt. Und das letzte Teil, was nicht von Shop Disney ist, ist dieser Zara-Pullover. Und ich finde ihn ja wirklich wunderschön. Ich habe mir jetzt S bestellt. Ich werde ihn euch nicht in einem kompletten Try-On anprobieren. Ich werde euch ein Foto machen und hier einblenden. Also er passt mir in S. Auch von der Länge her gut, was ich ja absolut aktuell grauenhaft finde, sind diese kurzen Pullover. Also dieser Trend, mit dem ich habe mir noch einen anderen bei Zara bestellt, der ging mir gerade unter der Brust zu Ende. Und dann denke ich mir, wie soll ich den denn bitte kombinieren? Ich habe jetzt auch keine Größe 34 und irgendwie weiß ich nicht. Klar, mit Röcken und so geht das, aber wenn ich mal eine Hose anziehen will, kannst du so einen kurzen Pulli, da kriegst du ja direkt Nierenversagen bei den kurzen Pullis. Naja, aber der ist schön lang. Wie gesagt, Größe S habe ich mir bestellt, aber ich habe ihn mir jetzt nochmal in einer M bestellt. Er passt mir in S, aber ich finde M dann nochmal, wenn ich irgendwie Skiunterwäsche zum Beispiel und drunter ziehe, also was Langes nochmal, wenn es wirklich kalt draußen ist, habe ich mir nochmal ein M bestellt und dann ist er auch nochmal ein Ticken länger, aber ich finde dieses Muster hier so süß und er ist ein richtig schön kuscheliger Rollkragenpullover. Er hat 50 Euro gekostet, also ist nicht ganz günstig und ist mal seit langem mal wieder was bei Zara, was mir gefallen hat, weil Zara hat in diesem Jahr irgendwie nicht so viele Disney-Sachen rausgebracht, die mir auch gefallen haben, klar, so normale T-Shirts oder so, aber der musste sein. Ich habe ja von letztem Jahr auch einen Pulli von Zara in Weiß. Wenn ich den immer anhabe, dann fragt ihr mich immer über Instagram, wo hast du den Pulli her? Ja, der ist auch von Zara gewesen, aber von letztem Jahr. Also wenn ihr einen schönen Weihnachtspulli wollt oder einen schönen Winterpulli von Zara mit Mickey, dann schlagt zu. Ich denke schon, dass sie sehr, sehr begehrt sind. Also ich habe auch gestern das in der Story gepostet auf Insta. Da haben auch einige auf den Link geklickt. Und wenn ihr jetzt eure Größe nicht mehr vorrätig habt, dann kann man sich bei Zara auch benachrichtigen lassen. Und dann bekommt ihr eine E-Mail, wenn die Größe wieder verfügbar ist. Also nutzt gerne den Service, wenn ihr den Pullover haben wollt. Also wie gesagt, mir hat S gepasst. M fand ich ein bisschen besser, oder denke ich, finde ich ein bisschen besser. Den werde ich dann nämlich zurückschicken, aber ich wollte ihn euch trotzdem dennoch zeigen. Und werde wahrscheinlich dann die M behalten. So, und jetzt kommen wir zur... es kommt noch eine Sache von Shop Disney, die nicht zu Disney 100 Kollektion gehört und dann kommt die Disney 100 Kollektion. So, jetzt zeige ich euch erstmal die eine Sache, die ich dachte, die ich mir nur im Dezember bestellen werde
Und zwar sind es diese Groot-Ohren. Ja, wir wollen nämlich im Februar zu Brinas Geburtstag einen Groot-Pullover anziehen, den wir beide haben. Und ich habe tatsächlich noch keine Groot-Ohren. Ich hatte ja mal welche an zur Eröffnung des Avengers Campus, aber die waren von Brina. Und bisher habe ich die anderen mit, wo Groot hier in der Mitte sitzt, im Disneyland nicht bekommen. Immer wenn ich da war, waren sie ausverkauft. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ist auch irgendwie 30% Rabatt, bestellst du die. Ich glaube, die haben halt normal 30 Euro gekostet, aber wie gesagt, ich habe 30% Rabatt. Aber ich habe schon gesehen, die gibt es auch jetzt wieder, die gibt es jetzt auch im Disneyland Paris zu kaufen für 23 Euro. Und dann gibt es natürlich Jahreskartenrabatt. Das kann aber niemand wissen. Aber mittlerweile muss ich sagen, kommen immer mehr Sachen aus Amerika auch in unsere Parks. Also nach Disneyland Paris, was ich wirklich gut finde. Aber wenn man das vorher nicht weiß, ne, dann. Ja, aber jetzt habe ich sie, bevor sie wieder ausverkauft sind, ich keine Ohren für Februar hätte, habe ich jetzt Groot-Ohren. Die sind eigentlich auch ganz süß. Hier I'm Groot mit so einer kleinen Blattschleife und dem Groot hier. Also ich finde die echt cute. Und wenn es eine online gibt, verlinke ich euch sie gerne unten. Ja, haben wir dann wenigstens unterschiedliche Ohren. Marina zieht die anderen Ohren an und ich ziehe dann hier die Ohren an. Und dann haben wir ein schönes Februar-Outfit. Ja, also das war die einzige Sache von der Disney 100 Kollektion, nicht von der Disney 100 Kollektion. Und jetzt kommt die Disney 100 Kollektion. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen eskaliert bei der Disney 100 Kollektion. Natürlich habe ich mir den Spirit Jersey gekauft. Der kommt aber erst irgendwann im Januar. Ich habe ihn aber schon auf Bildern auf Insta gesehen. Und oh, was soll ich sagen? Super schön. Also ich freue mich sehr auf den Jersey. Und dann habe ich mir noch ein paar andere Sachen bestellt. Und die Ohren sollten auch erst wohl im Januar geliefert werden. So habe ich es verstanden. Also vorbestellbar waren die. Aber die wurden dann jetzt schon geliefert. Deswegen habe ich dann doch ein paar mehr Sachen zu zeigen. Ja, also es wurden einmal die Disney 100 Ears Ohren in diesem Silberflieder-Look. Und ich muss sagen, die sehen in echt viel besser aus. Im Internet fand ich das sah irgendwie so billig aus. Aber hier sieht es jetzt wirklich schön aus. Sie glitzern toll. Der Reif glitzert und da steht auch 100 Years of Wonder steht hier an der Seite. Ups, spiegelverkehrt. So, ja, das könnt ihr auch lesen. Richtig schön. Hier vorne natürlich das Disney 100 Logo. Die Schleife glitzert so ein bisschen. Die Schleife ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Finde ich jetzt nicht ganz so toll. Aber dennoch wirklich wunderschöne Ohren. Ich weiß nicht, ob es sie noch online gibt oder ob sie mittlerweile ausverkauft sind. Was sie gekostet haben, ich habe keine Ahnung mehr. Also die Ohren hier, die scheint es nicht mehr zu geben. Aber schaut da immer wieder bei Disney vorbei, bei Shop Disney, weil die kommen immer mal wieder rein. Aber die anderen Ohren gibt es noch, den Hut gibt es noch, den ich euch jetzt zeige. Der hat 35 Euro gekostet. Und ich muss jetzt mal Sinan zitieren, die Deppenkappe. wir haben uns ja in Walt Disney World auch diese schwarze Kappe geholt und er findet die immer furchtbar. Deswegen, als ich die gesehen habe, musste ich direkt an ihn denken. Aber dennoch habe ich sie mir bestellt. Auch wunderschön hier mit Mickey und Minnie vorne mit der 100, mit dem Logo. Hinten steht auch 100 Years of Wonder. Und hat natürlich auch diese tollen Ohren, was ich nur immer ein bisschen dämlich finde tatsächlich auch bei diesen Ohren. Mit diesem Gummi sieht man aus wie so ein Kleinkind. Also so finde ich es ja ganz schön. Jetzt muss ich mal gucken hier, wie ich das mache. Ne? Also so zu tragen, aber dann fallen sie halt so ein bisschen hinten runter. Das heißt, man müsste sie wahrscheinlich hier mit Haarspangen dran machen. Oder ihr habt einen anderen Tipp, wie man die gut befestigen kann. Weil wenn ich hier dieses Gummi drüber ziehe, dann sehe ich aus wie so ein Kleinkind. Wisst ihr, was ich meine? Also, ne? Also ich trage die gerne weiter hinten, weil irgendwie vorne, wo so geht's auch. Also ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, mit diesem Gummi sieht man ein bisschen aus wie so ein Kleinkind, das den Hut gleich verliert oder so. Aber sonst ist es schon cute. Schon eine Cutie-Hut. Ja, auf jeden Fall ist es eher auch geworden. Wie gesagt, 35 Euro. Der Jersey, boah, der war aber auch super schnell ausverkauft. Ich weiß nicht, was er gekostet hat. Den zeige ich euch dann im nächsten Haul. Ich hoffe, dass es im Januar dann auch noch ein Haul geben wird, um euch genug zu zeigen. Ja, und das vorletzte Teil, weil das letzte Teil zeige ich euch noch auch noch. Das vorletzte Teil ist diese Schneekugel. Und das ist meine erste Schneekugel. Ich habe bisher keine Disney-Schneekugeln oder auch sonst keine Schneekugeln. Aber die fand ich so schön von den Bildern und in echt finde ich sie noch schöner. Also hier habt ihr immer das Disney 100 Logo, seht ihr? Ja. Und dann haben wir hier die Charaktere drumherum. Und innen drin habt ihr das Schloss.
Und das sieht so schön aus, wenn es schneit. Also ich lasse es mal hier. So, es glitzert so ein bisschen und ja. Also finde ich mega schön. Und die hat 50 Euro gekostet, also nicht ganz günstig. Aber dennoch, und die gibt es auch noch online. Also wenn ihr die kaufen wollt, wie gesagt, von der Größe her sieht es so aus. Und ja, es ist so schlicht, es ist so dieses Weiß-Silber, es ist genau mein Stil, wie ich auch meine Wohnung dekorieren würde. Nicht so bunti-bunt, ja, kann man echt gut in die Deko einintegrieren. Und es ist halt auch nicht so Disney in your face. Und man hat ja halt nur hier dieses Disney 100, klar, und das Schloss. Aber wenn man das abkleben würde und jemand wüsste nicht, das ist, also, das ist ja das Disney Anaheim Schloss. Ja. Mal gucken. Vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr nach Disneyland Anaheim. Mal gucken, ob das was wird. So, und jetzt kommt das letzte Teil, was ich mir bestellt habe. Und ja, jetzt werden viele aufschreien, viele denken, bist du verrückt? Bist du crazy? Und ich weiß auch, dass Brina und Daniel diese Ohren richtig schlimm finden. Aber ich denke mir, andere kaufen sich Schlösser zum Sammeln, Puppen für 200 Euro und keine Ahnung, was sie noch sammeln, ne? Und ich bin halt ein riesen Ohrenfan und deswegen sind es die teuersten Ohren aller Zeiten für mich. Und zwar, ja, die Disney 100 Limited Release Ohren habe ich mir gekauft. Ich habe es ja in meiner Story auch gepostet und die meisten dachten, haben gesagt, ne, also 176 Euro, ne, muss man jetzt mal dazu sagen, für Ohren auszugeben, ist wirklich crazy. Aber für mich sind sie ein Sammlerstück. Und ich möchte mich auch gar nicht rechtfertigen. Also wie gesagt, andere kaufen sich Puppen, Schlösser, andere Figuren als Dekorationsstück. Und für mich sind halt Ohren auch ein Dekorationsstück. Ich hänge meine Ohren auf und ich überlege mir auch für die Ohren was ganz Spezielles. Und deswegen habe ich mir sie gegönnt und ich packe sie jetzt mit zusammen aus. Also die kommen in so einer wunderschönen Box. Und ja, wenn man das aufmacht, hat man dann hier so ein Säckchen und ein Kärtchen. Und zwar steht dann da ein 100 Certificate of Authenticity Limited Release Ear Headband. This Mouse Ears Headband, first launched in 2022 at the D23 Expo, is a limited release commemorative item. It has been meticulously, was für Wörter haben die da genutzt? Designed by Disney Artists for a special platinum dipped effect. Celebrate 100 years of wonder with this unique collectible that captures the magic that started it all. Ja, wie gesagt, kommen in so einem schönen Säckchen. In so einem Stofftuch wie auch teure Handtaschen. Und ja, ich zeige es euch. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich spiegeln, weil das ist nur ein bisschen Nachteil bei den Ohren. Man spiegelt sich. So, so sehen sie aus. Also ihr seht die Kamera dann im Hintergrund und das Licht und ich kann mich hier sehen. Also ich kann mich ja morgens mit den Ohren schminken. Das geht auf jeden Fall. Man sieht sich nämlich crystal clear. Aber man kann auch bestimmt coole Fotos mit den Ohren machen, so als Spiegeleffekt. Wie gesagt, so sehen sie aus. Sie sind auch gar nicht so schwer, wie ich dachte. Steht hier an der Seite nochmal. Ja, da steht Disney 100 drauf. Die Ohren mit der Schleife. Und ich mag auch dieses Pushige an der Schleife. Diese Drops, das ist halt Plastik, ne? Aber trotzdem finde ich sie besonders. Sie sind immer mal wieder, also sind generell ausverkauft bei Shop Disney. Auch dieser Hut. Aber sie kommen immer mal wieder rein. Also schaut da immer mal wieder bei Shop Disney vorbei, wenn ihr euch die eventuell auch holen wollt. Ich kenne ein paar, ich musste ein paar auch aus London mitbringen für jemanden, die sie haben wollte. Und ja, und ich frage mich auch, wer die anderen crazy Leute sind, die kaufen, wenn sie immer wieder ausverkauft sind. Aber Daniel meint auch schon, vielleicht die haben so immer so zwei Stück auf Lager. Kann auch sein, keine Ahnung. Ich war ja auch im Disney Store in London. Und da waren sie dann auch. Also am ersten Tag, wo ich da war, war der Hut und die Ohren auch da. Und am zweiten Tag, wo ich dann die Ohren für jemanden mitnehmen sollte, hatte sie gesagt, es gäbe noch drei auf Lager von den Ohren und der Hut war auch komplett weg. Ja, also scheint es Käufer zu geben, die crazy genug sind, so viel Geld für Ohren und Hüte auszugeben. Ich gehöre dazu, ich stehe dazu, ist mir egal, was ihr sagt. Auch wenn ich mir jetzt von Daniel und Brina sonst was anhören kann.
wie gesagt, jeder kauft das, was ihm gefällt. So, Punkt. Deswegen wurden es die Ohren und ich kann mir schöne Outfits, so schwarze Kleider, schwarzes schlichtes Kleid und dann diese Ohren und ja, falls ich nach Disneyland Anaheim fliegen sollte, werden sie auf jeden Fall auch mitkommen. Und ich muss sie wirklich echt gut behandeln in diesem Stoffsäckchen, dass da auch nicht keine Kratzer reinkommen und so. Klar, man sieht sich jetzt selbst drin, aber doch. Ich finde sie wunderschön. Ja, also als letztes Stück sind es die Disney 100 Ohren geworden. Ja, und das war's. Das war mein ganzer Haul. Ich packe sie jetzt erstmal ein und währenddessen erzähle ich euch noch, was denn so ansteht. Ja, wir haben heute den 1. Januar, wie gesagt, frohes neues Jahr nochmal. Brina und ihr Freund und mein Freund verbringen, wir haben zusammen Silvester verbracht. Also jetzt, wo ihr das Video seht, ich rede gerade in die Zukunft rein. Wir haben eine Hütte ja in den Bergen gehabt in der Schweiz. Hoffen wir auf Schnee, weil aktuell die Temperaturen deuten ja nicht darauf hin, dass wir Schnee bekommen. Ansonsten fahren wir halt irgendwo weiter weg, wo es höhere Berge gibt. Ja, genau, das steht an. Dann fliege ich, ich gucke mal jetzt auf den Kalender, weil ich bin den ganzen Januar unterwegs, an jedem Wochenende. So, jetzt gucken wir mal in den Kalender. Also wie gesagt, das erste Wochenende. Dann, genau, das ist dann, wo Brina dann noch da ist, also der erste ist dann das erste Wochenende. So, darauf das Wochenende am 7. und 8. Januar bin ich in Hamburg mit der Daria. Wir schauen uns das Harry Potter Theaterstück an. Ich hoffe noch, dass es in zwei Teilen in voller Länge ist, aber das haben wir eigentlich gebucht und danach wird es, glaube ich, erst gekürzt. Also sind wir einer der Letzten, die das lange Stück sehen können. Danach das Wochenende habe ich ja Geburtstag am Freitag, am 13. Und da werde ich, wir haben noch nichts gebucht, aber wir planen, was mit meinem Freund zu machen. In der Schweiz irgendwo in ein Hotel fahren, in die Berge, irgendwas Cooles machen. Darauf das Wochenende, am 21. und 22. bin ich wieder hier in Deutschland, muss weiter Kisten packen, Sachen zusammenpacken, hier ein paar Sachen erledigen. Und das letzte Wochenende im Januar bin ich wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich mit Vicky unterwegs, weil Vicky hat auch im Januar Geburtstag und wir haben gesagt, dann kommen, dann nutzen wir das letzte Wochenende, fahren zusammen irgendwo hin, machen uns ein zusammen schönes Wochenende, entweder Wellness in der Schweiz, wandern, sie wandert auch gerne oder ein Städtetipp, haben wir auch noch nichts gebucht, aber ich lasse es euch natürlich auf Instagram wissen. Also wenn ihr da noch nicht folgt, folgt mir gerne auf Instagram. Ja, und dann ist der Januar schon wieder vorbei und dann geht es auch wieder ins Disneyland Paris am 1. Februarwochenende. Und zwar feiern wir dann Brinas Geburtstag. Gibt so viele Geburtstage. Ja, das war's. Das ist sogar der Plan. Und natürlich ab 9. Januar muss ich auch wieder arbeiten. Wir haben ja 2 Wochen Betriebsferien. Und ab 9. Januar geht dann auch wieder die Arbeit los. Und ich freue mich aufs Jahr 2023. Es wird bestimmt ganz, ganz toll, aber über das letzte Jahr habe ich ja in meinem Jahresrückblick gesprochen. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, und das war mein letzter Haul 2022. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.